Was war die Ärzteverschwörung oder war Stalin Antisemit? Stalin war kein Antisemit in dem Sinne, dass er sich wirklich für die Juden interessiert hätte. Als Georgier hatte er überhaupt keinen Kontakt zu Juden. Das spielte in seiner Sozialisation im Gegensatz zu vielen Russen, die damit, oder Ukrainern, die damit aufgewachsen waren, mit dem Antisemitismus eigentlich keine Rolle. Im Politbüro waren Juden wie Lazar Kaganowitsch, einer der engsten Vertrauten von Stalin, und andere Juden, die da eine prominente Rolle spielten in der kommunistischen Partei und im stalinischen Umfeld. Für Stalin war etwas viel anderes entscheidend. Die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion, die ja eigentlich die Nationen in autonome Gebiete, Republiken organisierte, die bekam immer dann eine Schlagseite ins Negative, wenn die ethnischen Gruppen im Verdacht standen, mit einer ausländischen Macht verbunden zu sein. Das galt besonders für die Ukrainer, deren Landsleute auf der polnischen Seite lebten vor 1939. Das galt vor allen Dingen für Kurden, deren Landsleute im Iran oder in der Türkei lebten, für Kasachen, die mit China verbunden waren, vor allem aber seit 1948 für Juden. Warum? Weil die Sowjetunion das erste Land war, das den Staat Israel anerkannte. Es war das erste große Land, das Israel anerkannte, aber dann in das Problem geriet, dass die Juden in der Sowjetunion plötzlich eine zweite Heimat außerhalb der Sowjetunion hatten. Und das so Schlüsselerlebnis war, als die erste Botschafterin Israels nach Moskau kam, das war Golda Meir, die spätere Ministerpräsidentin, wurde sie von Juden begeistert begrüßt in Moskau. Und da kam sozusagen bei Stalin, wie stets, wenn so etwas passierte, der Verdacht auf, das sind trojanische Pferde. Die sind nicht mehr loyal. Und deshalb müssen wir etwas tun, um den Zionismus, wie das genannt wurde, auszutrocknen. Und dann kam der Begriff der Kosmopoliten auf. Die Juden haben keine Heimat, die Juden haben kein Vaterland, die Juden sind Verräter. Die sind keine richtigen Sowjetbürger, die sind nirgendwo zu Hause, die haben keine eigene Republik in der Sowjetunion und jetzt wollen sie uns verraten. Und in dem Maße, wie Israel sozusagen in den westlichen Block geriet, kriegten die Juden in der Sowjetunion Schwierigkeiten. Das ist es im Grunde. Das hat weniger mit dem Antisemitismus Stalins zu tun, aber, das will ich einschränkend hinzufügen, man konnte den Antisemitismus der Russen und Ukrainer abrufen. Da gab es den ja. Und den konnte man mobilisieren und der wurde auch mobilisiert. Also das, was vielleicht von oben als Antisemitismus gar nicht intendiert war, ist in den Folgen, das kann man sehr gut in Dokumenten nachweisen, hat in der Folge genau diese Wirkung gehabt, dass der angestaute Antisemitismus sich entladen konnte. Und das genau ist in den späten 40er Jahren passiert. Und vor allen Dingen hat das mit der Ärzteverschwörung dann seinen Höhepunkt gehabt. Aber es gab doch auch noch weitere Pogrome in ostmitteleuropäischen Staaten im Verlauf der 50er und 60er Jahre dann. Pogrome hat es in mehreren Staaten gegeben. Es hat kleine Pogrome in der Ukraine gegeben. Während des Bürgerkrieges kann man schon sagen, den die Rote Armee und die ukrainischen Partisanen bis Ende der 40er Jahre ausfochten auf dem Territorium der Ukraine und vor allen Dingen Jedwabne, Polen, ist das bekannteste Beispiel dafür, dass es Pogrome gegen Juden in vielen osteuropäischen Staaten jener Zeit gegeben hat. Also eine große antisemitische Welle ist 1948 durch Polen gelaufen. Das wird immer vergessen. Das war nicht auf die Sowjetunion konzentriert, sondern in Polen selbst gab es eine starke, mächtige antisemitische Bewegung. Und die hatte auch damit zu tun, dass Juden vorgeworfen wurde, sie seien sozusagen die Steigbügelhalter der Kommunisten. Und deshalb, man mag es nicht wahrhaben oder glauben, hat es nach dem Holocaust Pogrome in der Sowjetunion und in Polen gegeben.